Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Cool, dass ihr mal wieder mit dabei seid zu einem weiteren Zelda-Video. Heute geht es mal wieder um einen richtig geilen Glitch. Und zwar könnt ihr diesen Glitch sehr, sehr früh anwenden in dem Spiel, sodass ihr 999 Items bekommen könnt. Wie das funktioniert, erkläre ich euch jetzt Schritt für Schritt. Also bleibt bis zum Ende dran und viel Spaß. Wir sind jetzt erstmal hier an dieser Position in der Nähe vom Spähposten. Und ich zeige euch da gleich mal, was ihr genau aufbauen müsst. Also baut das einfach genau so nach. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Glitch, den ich euch gezeigt habe in der Höhle. Ich habe den Super Glitch genannt und einige von euch haben dann kommentiert, der Glitch funktioniert nicht immer oder manchmal überhaupt gar nicht sozusagen. Und deshalb dachte ich mir, ich zeige euch mal diesen Glitch, denn der funktioniert mit allen Versionen, also auch mit der Version 1.1.2. Und ihr braucht auch keine 10 Herzen. Bei dem ersten Glitch war das ja nötig. Geht auch anders, aber wenn ihr die Höhle machen wollt, war das nötig. Und ihr habt auch so ein bisschen noch im Spielverlauf was machen müssen. Und das müsst ihr hier eigentlich gar nicht machen. Das Einzige, was ihr braucht, ist nur die Bautomatik, Leute. Und das ist halt mega geil. Das heißt, das könnt ihr sehr, sehr früh im Spiel schon machen. So, und jetzt geht's los. Also ihr seht schon, was ich hier aufgebaut habe. Baut das erstmal alles so nach. Hier noch ein paar Bretter dran. Ihr seht das eh gleich nochmal am Ende, wie das genau aussehen soll. Und das Teil hier baut jetzt im 45-Grad-Winkel hier an das andere Teil dran. Und dann sieht das Ganze erstmal so aus. Das ist das Gerüst, das ihr braucht. Und dann braucht ihr noch einen Pfosten. Und den bekommt ihr genau hier unten im Kapselspender. Also auch sehr, sehr nah am Spähposten befindet sich dieser Kapselspender. Da könnt ihr auch sehr, sehr schnell hingehen. Ihr bekommt solche Pfosten auf der Himmelsinsel, aber geht am besten hier hin. Also ist wesentlich einfacher. Und dann habt ihr alles. Das heißt, baut euch das Ding mal auf und dann haut ihr hier noch quasi einen Pfosten dran. Und zwar genau hier an die Ecke. Und das war's auch schon. So sieht das ganze Ding am Ende aus. Und das habt ihr jetzt in der Bautomatik gespeichert. Und jetzt müsst ihr nur noch zu einem Abgrund, der sich auch ganz hier in der Nähe befindet. Und zwar hier an dieser Stelle. Und deshalb könnt ihr das extrem früh im Spiel eigentlich machen. Also die Bautomatik könnt ihr euch auch schnell holen. Schaut euch mal mein Video dazu an, wenn ihr die noch nicht haben solltet. Geht auch mega schnell. Und jetzt schaut mal genau, wo ich hier stehe. Ihr seht, unten links ist ein Schrein. Auf der rechten Seite ist der Weg. Genau da stellt ihr euch mal hin. Und von hier aus springen wir jetzt in den Abgrund. Und bleibt immer auf der rechten Seite, also schaut immer auf der rechten Seite auf der Karte, dass ihr da auf diesem Weg bleibt, sozusagen. Ja, so nah es geht an dem Weg bleiben. Und dann gehen wir runter in die Höhle auf die Höhe minus 145, minus 148, zeige ich euch gleich nochmal. Da seht ihr hier auf der rechten Seite eine schwarze Stelle und da können wir stehen bleiben. Da seht ihr das jetzt nochmal, minus 149. Da müsst ihr genau landen, ihr könnt euch auch gerne hier ein bisschen Licht machen, also schnappt euch einen Leuchtsamen, schmeißt den irgendwo hier an die Wand dran, das Teil. Und dann habt ihr ein bisschen Licht. Und hier bleibt jetzt einfach stehen. Und jetzt wählt ihr einmal die Bautomatik aus. Eigentlich mega easy. Und wählt hier dieses Gerüst aus, das wir vorher aufgebaut haben. Haltet das hier irgendwo in die Luft und irgendwann steht da Bauen. Wenn ihr ein bisschen weiter weggeht von der Wand. Dann drückt ihr einmal auf A. Ihr baut das Ding quasi einmal auf, drückt aber dann direkt auf L und auf die Zeitumkehr. Einmal auswählen das Gerüst. Und dann direkt wieder auf L drücken und die Ultra-Hand auswählen und das Teil jetzt einfach in die Hand nehmen. Dann dreht ihr das hier zwei, dreimal rum, dass es genau so aussieht. Und jetzt mit dem rechten Stick ganz nach unten und mit dem Steuerkreuz einfach an die Wand ranschieben. Und dann sieht das Ganze so aus. Das Teil hängt in der Wand drin. Deswegen haben wir diesen Pfosten da dran gebaut, damit wir das in die Wand reinbekommen. Und jetzt laufen wir mal ganz nach hinten. Und dann seht ihr nochmal hier auf der kleinen Karte, wo wir uns befinden, und zwar auf der Höhe minus 155. Es geht auch minus 156, aber hier müsst ihr ungefähr stehen bleiben. Dann wählt euch einen Fünferbogen aus oder einen Dreierbogen und schießt mal hier ein paar Diamanten hoch. Irgendwann habt ihr dann die Position, die ist meistens bis weiter oben, da seht ihr das. Und dann bleiben auch alle Diamanten da hängen, da bleiben auch Sonaniumteile hängen, da bleiben auch zum Beispiel Säbelhörner hängen. Also alles, was ihr eigentlich duplizieren wollt, bleibt da in der Luft hängen. Das kennt ihr auch aus der Höhle, aus diesem Glitch. Aber wie gesagt, hier müsst ihr eigentlich dafür gar nichts machen, außer die Bautomatik euch beschaffen. Dann geht ihr hier nach vorne, geht hier hoch links und da seht ihr, die ganzen Items kommen hier runtergefallen. Und je nachdem, wie gut ihr dieses Gerüst aufgebaut habt, landen alle Items unten auf diesen Brettern oder ein, zwei Items fliegen halt dann auch mal runter, irgendwo runter in den Abgrund. Die verlieren wir dann, also je nachdem, wie gut ihr das halt einfach aufgebaut habt. Aber ihr seht, das ist halt mega cool. Geht auch sehr, sehr schnell und ist einfach eine geile Art, Items zu duplizieren. Also macht das auf jeden Fall nach.
Und hier nochmal ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Natürlich braucht ihr einen Fünferbogen oder einen Dreierbogen. Und wenn irgendwann euer Fünferbogen kaputt gehen sollte, dann wechselt den Bogen auf jeden Fall zu einem anderen Bogen, den ihr noch habt, bevor der zerbricht. Weil ihr könnt ja die ganzen Bögen hier oben bei den Octoroks wieder reparieren lassen. Deswegen macht das nicht die ganze Zeit, bis eure eigenen Bögen kaputt gehen, sondern geht ihr dann erstmal reparieren. Ihr seht jetzt hier die ganzen Sterne, markiert euch die mal. Das sind alles Octoroks. Geht die Bögen dort wieder reparieren und dann geht ihr wieder zurück zu diesem Abgrund und macht einfach die ganze Zeit weiter, bis ihr irgendwann 999 Items habt. Und so könnt ihr alle Items duplizieren. Also Leute, viel Spaß dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst jetzt gerne noch ein Like da und ein Abo und aktiviert auch die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, macht's gut und ciao.